Ja, und hallo zurück zu einer Folge Star Stable. Ja, ist wieder eine Woche vergangen. Es ist ein neues Update da. Und ja, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, wie wir mit dem Soul Rider Training gemacht haben und der Quest eher gesagt, rund um die Hauptlinie, also die Hauptstoryline, es spitzt sich zu. Es spitzt sich echt zu. Es scheint wirklich, dass wir dem Ende dieser Storylinie entgegenkommen. Also das hört sich wirklich so hammer danach an, dass wir wohl wahrscheinlich dieses Jahr oder Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres wohl die Story rund um Garnok und die Soul Rider abschließen werden, denn wer jetzt die Story nicht so ganz kennt, die Lichtzeremonie ist dafür da, um Garnok wieder für eine Weile zu versiegeln. Und wenn wir es schaffen, diese Lichtzeremonie abzuschließen, dann ist Garnok erstmal für eine Weile aus dem Spiel. Das heißt, die Hauptquest um Garnok ist Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, was wird uns dann mehr erwarten? Da können wir spekulieren. Wir haben die GED. Wir haben, Dakor ist ja immer noch existent, dass sie uns Stress machen können. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen, die noch offen sind. Zum Beispiel Pandora. Pandoria. Dass wir da zum Beispiel mit den Valar-Hexen oder halt mit Idris so ein paar Sachen vielleicht noch haben. Wir wissen es nicht. Na, schauen wir mal. Oh, cool. Wir haben EP. Hallo, mein Freund. Ja, heute geht es im Endeffekt darum, dass das Training eine Stufe weitergeht. Wir müssen Anne treffen und zwar hier auf Südhof, wenn ich das richtig sehe. Deswegen bin ich noch im Moorland, da gehen wir jetzt über die Ferien. In der Zwischenzeit können wir mal gucken, Trailblazer Track geht noch ein bisschen weiter. Der ist noch bis zum 4. September. Ich sag mal so, wenn man... Ich habe jetzt... bin jetzt fast vor 20. Ich habe jetzt jeden Tag Minimum 2 gemacht, teilweise sogar 3 bis 4. Also, ich denke mal, morgen werde ich damit fertig sein. Also, das sollte eigentlich jeder schaffen. So schwer ist es nicht. dann gibt es noch neue Gegenstände, also neue Kleidung. Da werden wir gleich mal gucken, neue Z-Teile, die gehören wohl zu den Barock-Sets mit dazu. Ja, Bella hat sich letztens auch drüber, hier im Stream ja auch drüber gefragt, dass das ja ein bisschen wenig ist, hat man ja in dem Stream, ich habe ja im Stream nach meiner Folge geguckt gehabt. Ja, es ist wohl doch nicht alles gewesen. Es ist diese Woche noch... Ist etwas, was ich so ein bisschen nebenbei reinbekommen habe. Es wird ja, ich habe jetzt CC Creations noch nicht das Video geguckt gehabt, nur ein bisschen mal reingeschnuppert gehabt mit den, oh, Südhof ist ja schon da, das ging ja schnell. Das ist ein bisschen ärgerlich, eigentlich wollte ich jetzt gerade ins in den Shop reingucken, ja gut, egal. Wie gesagt, da gibt es ein paar, ja, so mittelalterlich angehauchte Sets und... So wie es scheint, wird es wohl ein weiteres Event hier in Star Sable geben, neben den üblichen anderen Events. Und das sieht so Richtung Mittelalter aus. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, so ein bisschen was um die Ohren gehört. Sehen, ich gucke mir das nicht so viel an. Ich will mich nicht zu sehr spoilern lassen. Aber wenn da wirklich sowas kommt, oh, das wäre krass. Mir wird das echt gefallen. So, gucken wir mal, was für Sets wir hier haben. Lecker. Gut, gucken wir uns an, wenn wir wieder zurück sind mit der Fähre. Habe jetzt gerade einen Schluck genommen. Ich bin gerade eben von der Arbeit gekommen. Ich habe mir gerade eine Tomatencremesuppe gemacht. Habe ich mal gerade einen Schluck von genommen. Ein bisschen was in den Magen brauchen wir. Es gibt natürlich noch ein bisschen was zu essen gleich. Gut, gucken wir jetzt, was Südhof, wenn wir jetzt an der Fähre ausgestiegen sind, gucken wir trotzdem erstmal in den Shop ein, weil das war ja, was da jetzt gekommen ist, sieht ja lecker aus. Ne, ich finde es aber jetzt auch, muss ich sagen, ziemlich krass,
wenn ich überlege, wie lange ich jetzt schon Star Stable spiele, das sind jetzt auch schon einige Jahre, bin ja nicht ganz von Anfang an, fast von Anfang an dabei. Im Endeffekt, World of Tanks feiert sein 14-jähriges Jubiläum. Ungefähr viel weniger lange ist Star Stable nicht am... Also viel weniger... Ja gut, viel weniger lange, doch, ja, doch, passt. Ist Star Stable jetzt auch nicht am Netz. Also es ist schon eine krasse Zeit für ein Spiel. Das einzige Spiel, was ich kenne, was so lange wirklich schon läuft, ne, die einzigen zwei Spiele, das ist eigentlich Minecraft und Tetris. Die beiden Renner, Top-Favoriten, wenn es um Spiele geht. Beziehungsweise meistverkauften Spiele. So, gucken wir uns mal an. Ja, schöne Decke. Das Zaumzeug sieht auch wieder schick aus. Die Farben gefallen mir wirklich. Ja. Da ist einiges dazu gekommen. Das haben wir ja letzte Woche bekommen mit den Friesen zusammen. Ich habe ja meinen Darkstar auch ausgelevelt. Oh ja. Also ich würde mir das Hanno, würde ich mir das Hannoveranische Halfter, würde ich, denke ich mal, werde ich bevorzugen. Boah, da sind schon ein paar schöne Sets dabei. Muss man ehrlich zu sagen. Also... die werde ich mir mal so im Hinterkopf behalten und wahrscheinlich so ein paar Sets kaufen, weil gerade diese barocken Decken, die finde ich richtig, richtig übelst schick. Also auf so, ich habe ja ein paar barocke Pferde mit den Anderslippies und so. Und da würde sich das ehrlich gesagt gut drauf machen. Na, schauen wir mal. Gut, dann werden wir mal Richtung Anne an der singenden Eibe hinflitzen. Markiere mir das mal, damit ich das besser sehe. Halt, ich rechtsklick. Linksklick. Aber ganz schwer getroffen. Also habe ich es wenigstens halbwegs auf der Karte, sehe ich das. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was uns da erwartet. Die Wildis. Hallo, ihr Hübschen. Okay, irgendwas anderes. Ah ja, nächste Woche kommt der Bazar wieder zurück. Und ja, steht hier eine Bazarwoche, die es in sich hat. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, was Star Stable da... was da für Pferde kommen, das bin ich echt mal tierisch gespannt, weil wenn die sagen, weil es in sich hat, klingt das schon, naja, ziemlich, joa, krass. Ah, oh, eine mit Concorde. Oh, ich finde die so hübsch. Die ist so hübsch gelungen, die Concorde. So ultra hübsch. Ich dachte mir, eine neue Umgebung könnte das Training ganz erfrischen. Könnte für das Training ganz erfrischend sein. Oh, jetzt habe ich einen Satz, ein Wort komplett überlesen. Oh, 200. Nehmen wir doch. Hallo. Danke. Verwandte Seelen erhalten. Okay. Die singende Eibe. Sie ist wunderschön und unheimlich zugleich. Als ich zurück auf Jorvik war, hat Alex mir erzählt, was ihr alles getan habt, um Concord zu finden und wie euch das zu diesem Lebenswächter geführt hat. Ihr habt mich sogar jemanden vorgestellt, der euch auf eurem Weg geholfen hat. Oh, interessant. Anne Adelaide, ich habe gerade dem Einsiedler bei der Gartenarbeit was? Oh, die Hälfte nicht. Justin, das ging aber schnell. Ich kenne die singende Eibe ganz gut. Ich komme öfter hier vorbei, um sie zu besuchen. Sie hat mir geholfen, den Ruf des Tierflüsterers auszuführen. Ich habe nicht vergessen, dass ich geschworen habe, ihr zu helfen, neu zu wachsen. Ja, stimmt. Wir haben ihn ja zum Tierflüsterer, wird er ja. Ich finde es gut, dass wir ihn damals haben retten können. Es war aber wirklich alle Mühe wert, Concord zu finden. Apropos, seht sie euch nur an. Sie wächst so schnell. Ja, ein fünfbrechiges Kleeblatt und etwas Wala-Magie wirken Wunder. Wie läuft's bei dir, Justin? Hab gehört, du hast immer noch viel Arbeit im Morlandstall. Ja, es ist viel los. Wir haben mehr neue Reiter denn je. Und das bedeutet, dass ich mein wildes Flüstern jeden Tag brauche, um sie mit dem richtigen Pferd zusammenzubringen.
Wenn ich mir einen freien Tag nehmen würde, könnte es passieren, dass ein neuer Reiter seinem Zollpferd nicht begegnet. Das Risiko gehe ich nicht ein. Nur Justin, das hättest du bei mir nicht gebraucht. Nee, nee, nee. Mein Seelenpferd habe ich leider gefunden und auch wieder verloren. Aber das ist auf einem anderen Geschichte, anderen Blatt. Das lasse ich mal außen vor. Klingt nach einer Menge Druck. Ja, schätze, das ist es wohl. Manchmal wünschte ich, ich könnte in die Zeit zurück, als ich noch nichts mit diesem Magiekram zu tun hatte. Ja, manchmal wäre eine Zeitmaschine gar nicht verkehrt. Hätte ich auch gerne, Justin. Aber wer weiß, was dann passiert wäre. Also ich sag mal so, würde ich jetzt eine Zeitmaschine finden, bekommen, irgendwie, dann würde ich zurückreisen, ja. Aber ich würde nicht dafür sorgen, dass ich dieses Pferd, was mir so da mein Seelenpferd sozusagen ist, war, ich würde es mir nicht zu dem Zeitpunkt geben. Ich würde es mitnehmen, bis zum heutigen Zeitpunkt in mir jetzt geben. Weil es intelligenter wäre. Erstmal weiß ich heute ein bisschen mehr als damals. Die wichtigen Sachen, gerade im Pferdebereich. Und zum anderen, warum sollte ich zurückreisen, wenn ich damals das Pferd kriegen würde? Dann würde ich ja nicht zurückreisen, würde dann trotzdem das Pferd nicht kriegen. Das heißt, jetzt. Oder wir würden einfach eine Zeitlinie absplitten, so wie in Avengers. Beziehungsweise Marvel-Universum. Das Multiverse. Nee, lass mal lieber stecken. So, aber das ist mein Schicksal. Ich muss meine Gabe zu Gutem nutzen. Ja, das ist die positive Einstellung. Wie war es so schön? Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ein Schicksal kann auch ein Käfig sein. Ja, definitiv. Die Bewahrer Aidens sind fast besessen vom Schicksal, aber sie sehen die Dinge zu eng. Wir haben in letzter Zeit Entdeckungen gemacht, von denen sie bisher nichts wussten. Ab und zu muss man wirklich über den Tellerrand schauen. Oft weiß ich nicht, ob ich ihnen vertraue oder ihnen für immer aus dem Weg gehen soll. Vielleicht sind sie genauso hilflos wie wir, suchen nach Antworten auf Fragen, die wir nicht zu stellen wissen. Ich dachte, ich wüsste alles über Pferde, bis ich meine Gabe kennengelernt habe und sich mir eine völlig neue Welt aufgetan hat. Die Druiden können auch nicht alles. Es ist die Aufgabe der Soulrider, die Lücken in eurer Geschichte zu füllen. Weise Worte. Was soll ich sagen? Die Zeit wird es zeigen. Justin, ich finde es bewundernswert, wie nett du über die Druiden sprichst, nachdem sie dich so schlecht behandelt haben. So habe ich das noch nie betrachtet. Da gibt es wohl nicht einfach nur Schwarz und Weiß. Nein, die Welt besteht nicht auf Schwarz und Weiß. Definitiv nicht. Die Welt hat viele Facetten und wir wissen nicht, was hinter den Spiegeln sich alles befindet. Weil wir sehen nur eine Welt. Wir sehen nur die Welt, die wir sehen. Was noch in der anderen also in der Schatten oder hinter den Spiegeln, wie ich so schön gerne sage, existiert. Das sehen wir halt nicht. Das hängt immer unser eigenes beschränktes Denken. Jeder hat ein beschränktes Denken. Definitiv. Jeder. Sonst wären wir vollkommen, nicht unvollkommen. Und das sind wir. Menschen sind unvollkommen. Ich denke, tief innen drin habe ich Angst davor, dass das Schlimmste geschehen wird. Die Grenzen zwischen unserem Reich und Pandoria werden zerschmettert und die Unwirklichkeit wird. Ganz ruhig, Sonnenreiterin. Tief ein- und ausatmen. Gott, du bist gut. Ich hoffe, die Druiden wissen dieses Mal, was sie tun. Mit dem Buch der Lichtzeremonien und der Zeremonie und allem. Ich sagte, ihr müsst noch ein Portal in die Welt öffnen, wo Schallen ist. Ja, der kommt dann und ja. Garnok bleibt dann freiwillig, wo er ist. Selbst wenn nicht, ihr fünf würdet einen Weg finden, die Dinge in Ordnung zu bringen. Oh, ist das süß. Ihr seid schwer mit die Welt retten beschäftigt. Also will ich euch nicht länger aufhalten. Tschüss, ihr zwei. Danke, Justin. Ich bin mal gespannt, wie die Story um ihn weitergeht. Weil er ist ja im Endeffekt auch so ein Part von dieser Welt, wo es weitergehen könnte. Ah, apropos nicht weitergehen könnte. So wie es scheint, kommt keine Zucht. Das habe ich nämlich auch schon munkeln hören. Es wird wohl keine Zucht geben. Es war mir so klar, dass Star Stable von der Zucht abschweifen wird, weil es ist schon. Ich habe ja eine ganze Weile Horse gespielt und selbst da ist es schon schwer,
die ganzen Vererbungen. Man hat ja da die Vererbung von den Fähigkeiten sozusagen. Da dann höhere Werte rauszukriegen, darauf zuzuspielen, da hin und her. Man muss auf das achten, man muss auf das achten. Und selbst wenn man hier vorgegebene Pferde hat, sprich, man packt A und B zusammen von einer Rasse und dann kommt die Farbe raus. Selbst das macht es nicht gerade einfach. Man muss ja eine ganze Linie dazu schaffen, dass man das hinkriegt. Und das ist, Star Stable hätte das von Anfang an implementieren müssen. Anfang an dran arbeiten müssen. Vielleicht kommt es doch irgendwann mal in irgendwelcher ferner Zukunft, wenn das da noch Star Stable existiert. Wir wissen ja, die Zukunft ist ungewiss. Wie sagte einmal mein Chef meiner Ausbildungsstelle, es gibt nur eins, das sicher ist, das nicht sicher ist. Und Star Stable ist nun mal nicht so ein Publisher wie Wargaming. Wie gesagt, die vergleiche ich halt gerne, weil die beide gleich alt sind. Darf man nicht vergessen, Star Stable ist ein Nischenspiel. Also wir sollten es genießen, solange es geht. Und wenn halt mal was nicht kommt, dann ist es halt so. Es ist halt kein riesiges Studio wie Wargaming, wie gesagt. So, Anne. Das war schön. Treffen wir uns zum Training an der Druidenkoppel? Und tschüss. Ist es die echt zur Druidenkoppel? Oder? Nee, wir müssen. What the hell? Okay, das finde ich jetzt interessant. Da müssen wir jetzt echt ins Eis. Okay, da werde ich aber direkt. Hallo? Ich hatte das nicht erwartet, dass da jetzt noch so viel kommt. Ich hatte eigentlich erwartet, nur kurz kleine Quest, Soul Rider mäßig und dann. Bam. Okay, wo haben wir es denn? Da bin ich so selten hin. Nix Downground. Gut, dann gehen wir mal da mit Schillinge hin. Oh, wir haben schon 7.141. Das heißt, ich kann eigentlich demnächst wieder das kaufen. Die meisten werden das wahrscheinlich jetzt schon gemacht haben mit dem Track. Die ganzen, po also die EP-Potions, die man kriegt, wer ihn noch nicht gemacht hat, den Trailblazer-Track. Die kann man aufheben, die kann man auch in den Schrank tun. Ich habe sie jetzt halt benutzt bei der Pferde, weil ich will mit meinen Pferden fertig werden langsam. Weil wenn ich hier schon wieder sehe, Bazar, dann weiß ich, da kommen wieder neue Pferde. Dann, wenn jetzt Mittelalter, wirklich ein Mittelalterfest kommt, dann werden da wieder neue Pferde kommen. Dann steht Halloween vor der Tür. Da werden wieder zwei neue Pferde kommen. Das heißt, ich bin froh, wenn ich mit meinen Pferdchen hier so einigermaßen jetzt wieder durchgelevelt bin, die ich mir zuletzt gekauft habe. Deswegen habe ich die lieber gleich genutzt. Die Stallhilfe habe ich auch gleich genutzt. Kann man auch einlösen. Die wird halt hier drüber über das Symbol eingelöst. Dann sind die hier zu sehen. Wir können jetzt natürlich nicht weiterreiten, weil wir das angeguckt haben. Die Leckerlis sind da auch. Ja. Also man kann das Zeug notfalls eigentlich, müsste man auch, ich habe es jetzt nicht probiert, aber es sollte man auch in den Schrank legen können und nicht mehr brauchen. Also man hat ja für die diversen Items hat man ja schließlich den Schrank, wo man den Reiter, wo man es reintun kann, was jetzt nicht mit Haustier oder eigener Ausrüstung. Oh, warte mal, eigene Ausrüstung. Ich habe geguckt, was für Set fürs Pferd gibt, ne? Aber mal wieder total aus dem Schirm gelassen, ob es was für den Reiter gibt. Das machen wir gleich, wenn wir da oben sind. Ich bin mal gespannt, warum müssen wir jetzt eigentlich hier hinreiten? Wir sind auf dem richtigen Weg, ne? Ja. Da links irgendwo. Das ist. Ach, das ist bei der Kammer. So, bevor wir jetzt hinreiten, jetzt gucken wir trotzdem im Shop, ob auch für den Reiter was gekommen ist. Jo, Bingo. Ja, gut, das finde ich jetzt. Oh, das ist schon viel cooler. Den schwarzen finde ich viel besser als den anderen. Definitiv. Hier haben wir wieder den. Der ist mit der Schleife. Hä? Moment, Moment. Haben wir nicht letzte. Ach, der ist ein bisschen gräulicher. Der ist jetzt richtig schwarz. Die Schuhe, wie gesagt, da bin ich genauso wie letzte Woche, denke ich darüber. Die Handschuhe, die sehen viel cooler aus. Die sehen ja viel schöner aus. Und die sind auch viel länger. Holla, die Waldfee. Da könnte ich mir schon überlegen. Also die Handschuhe finde ich cool. Bei denen sieht man das besser mit den Stickereien hier. Maske, ja, gut, okay. Für Halloween oder sowas könnte man sich das ja vorstellen. Finde ich jetzt nicht so zwingend wichtig. Also den.
Wrack und die Handschuhe finde ich klasse. Die könnte ich mir vorstellen zu kaufen. So der Rest, ja, die Hose ist auch okay. Das ist eine schöne weiße Turnierhose. Schuhe habe ich genauso die Meinung wie letzte Woche. Nö. Die sind mir zu kurz. Also, wenn ich dann, wenn bei Pferd, dann will ich lieber längere Schuhe, weil das sind für mich Stallschuhe. Also, da wüsste ich nicht, wofür ich die brauche. Außer die gehören zu einem passenden Kostüm. Warte mal, da ist. Oh, jetzt bin ich gegen den kleinen Baum geflitzt. Ich hatte eigentlich wirklich gehofft, dass es gar nicht so lange dauert. Das Ganze, weil ich ja jetzt eigentlich noch leveln. Also, ja, die Kammer. Ach, da ist Linda. Okay. Spitzt sich das jetzt echt zu? Da ist Linda. Hi, Linda. Ja, gut, ich steig schon ab. Ich steig schon ab. Ist schon okay. Ich will so gerne zur Kammer des Steinmetz zurück, seit wir das erste Mal dort waren. Aha. Ja. Ja, ich mag das Lebendige und Trubelige des Trainierens, aber ich finde es schön, zum Ausgleich ab und zu ganz altmodische Detektivarbeit zu leisten. Okay, wir brauchen alles Wissen, das uns helfen kann, um uns auf den kommenden Kampf vorzubereiten. Und ganz besonders müssen wir mehr über deine Rolle in all dem erfahren, Adelaide. Wenn ich jetzt mal nur von meinen Geschichten ausgehen würde und von so ein paar anderen Filmen, ich sag mal, das fünfte Element, könnte ich mir vorstellen, dass wir der Fokus sind für alles am Ende. Dass wir sozusagen das Ganze bündeln. Das wäre für mich halt eine Idee. Da bin ich mal gespannt. Wer ist hier? Gerade als ich dachte, wir hätten etwas Ruhe und Frieden. Sorrider, ihr seid zurückgekommen, mich erneut zu stören, sobald nach eurem letzten Besuch. Magnus Steiner. Nein, wir waren eine ganze Weile nicht hier. Aber ich hätte schwören können. Nein, ein anderes Mal vielleicht. Im Laufe der Jahre sind viele wie ihr hier gewesen. Du meinst andere Soul Rider? Wusste ich's doch. Kannst du uns sagen, was du weißt? Soul Rider sind immer auf der Suche nach etwas Antworten. Na, etwas. Antworten. Macht. Zeit. Antworten sind mir wichtiger. Macht? Naja. Yep, es gibt so viele unbeantwortete Fragen. Wo halten wir die Lichtzeremonie ab? Im Tal der Wächter? Ich weiß noch, dass Evergrey sagte, es wurde von Pandorianern geschaffen. Das ist das mit den Pferden, mit den tollen Pferdestatuen. Aber warum? Das ergibt alles keinen Sinn, als würde uns ein Puzzleteil fehlen. Ich fürchte, die Antworten, die ihr sucht, habe ich nicht. Genau genommen denke ich, niemand hat sie. Aber ohne die Antworten können wir die Nachtreiter nicht aufhalten. Nicht mit dieser Einstellung. Die Antworten werden wir finden, 100 Pro. Was ihr braucht, ist bereits ein Teil von euch. Die Suche nach Wissen ist ohne Ende. Weisheit hingegen, Weisheit kommt von innen. Ah, genau. Wissen, sich Wissen aneignen, heißt noch lange nicht, dass man weise ist. Also du meinst, wir sollen auf uns selbst vertrauen. Ich kann es versuchen. Weisheit erlangt man. Ja, und nun, wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Was soll ich sagen? Was weißt du nicht? Ich habe mich zu Lebzeiten nicht in die Angelegenheiten der Druiden gemischt und ich plane, das auch im Tode so zu halten. Aber immer wenn böse Kräfte Jorvik an vergiften, bezwingen Aidens Krieger sie mit der Lichtzeremonie. Doch es gibt auch Momente, in denen dieser Prozess umgekehrt wurde, in denen die dunklen Kräfte das Licht überwältigten, es verderben und seine Energie nutzen, um furchtbares Schrecken auf unsere Welt loszulassen. Okay, interessant. Und das lässt sich nicht aufhalten, es sei denn, es gibt jemanden, der die Waage des Schicksals beeinflusst. Die einzige Konstante ist die Veränderung. Okay, das könnte auf uns schließen. Wie waren die Frühen? Ich habe zu viele Generationen Soul Riders kennengelernt, um mich an sie alle erinnern zu können. Aber insgesamt kann ich sagen, der Mond lüftet den Schleier, der auf der Vergangenheit und der Gegenwart liegt. Er sieht alles und nichts. Die Sonne beugt sich weder Zeit noch Raum. Sie heilt und sie verbrennt. Der Stern bringt das Leben, das Licht. Aber wo Leben ist, ist auch Verlust. Und der Blitz schlägt zu, während die Kriegerin vorwärts zieht.
Wenn das fünfte erscheint, was nur extrem selten geschieht, entzündet sich ein Licht der Hoffnung. Das fünfte ist die Kerze, die Schwesternschaft leitet und den Pfad erhält, der vor ihnen liegt, damit sie durch die Dunkelheit gehen können. Okay, wir sind sozusagen die Hoffnung. Toll, jetzt habe ich gerade ein Lied im Kopf. My Little Pony, My Little Pony. Wir sind sozusagen Twilight Sparkle. Werden wir dann am Ende zur Prinzessin? Ja, ich habe gerade die Staffel. Ich bin jetzt bei der Staffel, wo T-Rex den Baum zerstört hatte. Und bin jetzt in der nächsten Staffel, wo sie Starlight Glimmer gefunden haben, das Dorf, und sie im Endeffekt von da vertrieben haben. Ich bin mal. Oh, ich freue mich so. Es macht wieder Spaß, das Ganze nochmal zu gucken. Kann ich nur, wer es noch nicht gesehen hat, auf Amazon Prime. Ist es momentan alle Staffeln bis auf die letzten Staffeln kostenlos zu sehen. Also wer Prime hat, kann sie sich ruhig angucken. Also ich finde es einfach toll, sie mal wieder zu gucken. Ich sag nur, wie Twilight zur Prinzessin ihre wahre Kräfte erwacht sind. Oh, das war so toll wieder. Ah! Oder wie sie gegen T-Rex gekämpft hat und ich gesagt, Kamehameha. Das war damals der große Vergleich, wie die Staffel bekannt gegeben worden ist von dem Kampf, wie das so geleakt worden ist, dass alle viel gesagt haben, ah, jetzt kam My Little Pony auch auf Dragon Ball Z. Kannst du uns etwas raten? Ich bin alt und für manche Veränderungen nicht gewappnet. Ich fürchte, ich habe keinen Rat für euch. Aber ich werde euch einige Worte mitgeben, die ich von einer Herrin der Überlieferungen gehört habe. Um eine Tür schließen zu können, musst du sie erst öffnen. Suche nicht nach den alten Schriften, denn sie dienen allein dazu, die Tür zu schließen. Suche nach den beständigen Wurzeln, dort, wo die Zeit stillsteht. Oh, interessant. Das war's, ne? Nein, keine Fragen. Das muss ich erst einmal verarbeiten. Ja, das müssen wir wirklich verarbeiten. Wie ich sagte, die Suche nach Wissen ist ohne Ende und nun verschwindet ihr beiden. Nach diesem ganzen Gerede brauche ich ein Schläfchen. Ey, du bist tot, du kannst irgendwann immer schlafen. Ja, gut, dann gehen wir wieder raus. Ist die richtige Stelle? Ja. Hoff doch mal, ich bin richtig. Ja, ja, bin ich. Ah, ist schon krass. Also, da bin ich mal echt gespannt. Linda jetzt noch hier vor? Ja, sie ist noch hier. Okay. So, dann werden wir die... Oh, ne, ich bin noch zu weit weg. Steigen wir auf. Machen wir das so. Ja, komm. Das ist doch nicht. Manchmal fällt es mir schwer, auf mich selbst zu vertrauen, aber nur weise, nüchterne Worte helfen mir dabei. Treffen wir uns zum Trainieren an der Druidenkoppel? Hey, es hat trotzdem geklappt. So, haben wir jetzt noch ein gelbes Ausrufezeichen? Ich glaube nicht. Wir gucken nochmal vorsichtshalber bei... Halt, bei L. Verfügbar. Ja. Starshine Legacy! Wir müssen nach Jovikstall. Das heißt, wir porten uns wieder zurück und nehmen den Transporter. Also wir machen jetzt im Endeffekt alle Soul Rider gehen wir durch. Ja, Jalaheim. Das reicht vollkommen. Ob jetzt bei der Druiden, wo jetzt aber den... Bei dem Stall kommen oder bei Jalaheim ist eigentlich gleich, also viel weiter ist der Weg, ehrlich gesagt auch nicht. Das schenkt sich, habe ich das Gefühl, auch nicht wirklich viel. So, schon krass, was uns jetzt hier alles bevorsteht. Wie viel haben wir jetzt? Nimm schon, glaube ich, eine halbe Stunde. Ich gucke jetzt nicht auf OBS, aber ich nehme, glaube ich, schon über eine halbe Stunde jetzt fast gleich auf. Krass. Hätte ich nicht erwartet, dass es so lange dauern wird. So. Hallo Lisa. Hallo Starshine. Oh, ich vermisse das so sehr, wo er noch im hier im Grüntal unterwegs war, wie das Einhorn ohne Horn. Ich war so glücklich. Wenn sich dir manche nicht erinnern können, falls, also ich habe es auf jeden Fall schon mal öfters erwähnt, ich habe jetzt damals Starshine Legacy gespielt. Und daher kannte ich halt die Soul Rider und ich habe Starshine auch wirklich direkt erkannt, wo ich dann nach Grüntal gekommen bin, nach Jalaheim. Ich war so happy, den zu sehen. Ich bin da, glaube ich, eine halbe Stunde mit dem mitgelaufen, anstatt zu questen. Ich fand das so toll, dass der da rumgelaufen ist. Das war so cool.
Hat sich rein gar nichts verändert. Okay. Guck mal, Starschein. Das Hufeisen, das du dir losgetreten hast, liegt immer noch auf dem Dach. Ist mir ein Rätsel, wie du das geschafft hast. Wie bitte was? Elaine, du hast bestimmt gehört, dass dieser Stall hier quasi die Basis des Sora dabei. Ja, in Starshine Legacy haben sie sich nämlich alle hier getroffen. Und damals gab es eine ganz besondere Person, die uns angeleitet hat. Ach, guck mal, wer da ist. Bei Aiden, wenn das nicht meine Lieblings-Sorrider des Sternkreises sind. Hermann, ich hatte so ein Gefühl, dass du hier sein würdest. Starshine, es ist so schön, dich zu sehen. Deine Mähne glänzt zur Seite wie eh und je. Das machen die Spülung mit Reiswasser, alter Kumpel. Mein großes Geheimnis. Reiswasser? Ernsthaft jetzt? Adeline, wusstest du, dass Hermann uns geholfen hat, als die bösen Mächte das letzte Mal auf Jorvik aufgetaucht sind? Durch ihn haben die anderen und ich uns überhaupt erst kennengelernt. Ach, wie schmeichelhaft. Es waren höhere Mächte, die über unser Verständnis hinausgehen, die dafür gesorgt haben, dass die Soulrider wieder zusammenfinden. Also, was bringt euch zum Jorvik-Stall? Ich finde das wohl, aber ich glaube, er hat noch kein Rework bekommen. Ich glaube, er müsste auch noch ein Rework bekommen. Das geschieht schon wieder, Hermann. Die Dunkelheit droht erneut, Jorvik einzuhüllen. Und so heben sich die Krieger an das Licht, um sie zu vertreiben. Ich bin nicht mehr der flinke Kämpfer, der ich einmal war, aber wenn mein Wissen euch nützlich ist, will ich es gerne mit euch teilen. Woher weißt du viel über alles? Ich hatte schon immer einen guten Draht zu Pferden, aber erst als ich Fripp begegnet bin und er meine Gabe einen Namen gegeben hat, Wildes Flüstern, wurde ich in den ewigen Kampf zwischen Aiden und Garnok hineingezogen. Ich wurde in ein Leben geworfen, das voller Magie und Machenschaften war und half der letzten Generation der Soulrider bei ihren Herausforderungen. Aber all die Gefahren und Flüsse lasten schwer auf mir und so habe ich meinen Hut an den Nagel gehängt und mich aus dem Leben eines Abenteurers zurückgezogen. Aiden aber hatte andere Pläne. Die nächste Generation der Wächter, Pferde und Soulrider fand ihren Weg in meinem Stall. Einer nach dem anderen und ich half ihnen noch einmal die Nachtreiter zu vertreiben. Und ich dachte, nun wäre endlich Schluss. Aber jetzt steht ein neuer Ärger herauf. Aber jetzt zieht ein neuer Ärger herauf. Ach, steht. Wie habe ich denn jetzt das steht gelesen? Oh, meine Güte. Kannst du uns etwas raten? Ihr wollt einen Rat? Nun, es gibt Zeiten, in denen die Opfer, die ihr bringt, extrem zu sein scheinen. Aber denkt dran, wenn es Jorviks Sicherheit dient, dann ist es den Einsatz wert. Ich mag Hermann eigentlich. Über dich, Adelaide, einfach gesagt, du bist die fünfte Soulriderin. Es ist nicht viel bekannt darüber, welchen Platz du in dieser Legende hast, aber manchmal denke ich, das soll so sein. Das ist zum Beispiel diese mysteriöse, verschwundene Statue im Tal der Wächter. Ja, das sind wir nämlich eigentlich. Das wäre also geklärt. Danke, Herr Mann, du bringst die Dinger so erfrischend klar rüber, obwohl sie es das nicht immer waren. Im Ernst, unsere Reise hat so viele Wirren und Wendungen mit sich gebracht, dass man schon den Faden verlieren kann. Legenden haben ihre Laune, Lisa. Gerade wenn du denkst, dass du dich dem großen Finale näherst, taucht ein neues Hindernis auf. Lässt dich die Richtung ändern und schickt dich auf einen neuen Pfad voller Abenteuer. Doch diesmal spüre ich, dass wir uns dem letzten Kapitel unserer Saga nähern. Das ist genau das, was ich nämlich befürchtet habe. Hermann spricht das aus, was ich denke, aber auch mittlerweile, wo ich mitgekriegt habe, auch viele andere, dass wirklich dies, das letzte Kapitel dieser Storyline ist von den Soulridern. Dass wir sozusagen das Kapitel um den Kampf zwischen den Soulridern, den Nachtreitern und einen gegen Garnok abschließen werden, hier in diesem Fall. Entweder ganz abschließen, dadurch, dass wir da sind, oder halt wieder Garnok für eine Weile versiegeln, dass wir irgendwann halt dann die Leute sind, die dann die neuen Zauberer antrainieren. Weiß man nicht. Mal schauen. Na, diese Ansprache war jetzt aber lang genug. Lisa, Adelaide, kommt es euch manchmal in den Sinn, dass ihr beide einmal vollkommen Neulinge auf Jorvik wart und seht euch an, welche Reise ihr seitdem gemacht habt? Oh ja, wir haben verdammt viele Abenteuer erlebt in der Zeit. Hört. Du hast recht, Herr Mann. Wir sind alles Team so weit gekommen. So, und jetzt solltet ihr wieder euren Weltenretter-Eskapaden nachgehen. Und wenn Evergrey da noch da draußen rumrennt, grüßt den Gauner von mir. Das war klar, die beiden verstehen sich toll. Und dann joggt er wieder weg. Tschüss, Herr Mann. Oh, geil. Ich mag den Charakter. Ist immer so schön, Hermann zu treffen. Wenn er weiß, dass du kommst, backt er sogar Kekse. Herr Mann, wart auf mich, ich will Kekse.
Und tschüss, Lisa. Bup, ist sie weggeportet. So, wir müssen jetzt hin. Wir werden noch eine Quest haben. 100 Pro. Wir werden nämlich mit... Nein, das war's. Okay, wir gehen jetzt mal Richtung... Da werde ich aber jetzt hier den Transporter hier vorne nehmen. Wir gehen jetzt mal Richtung Druidenkoppel und gucken wir mal, was uns da als Neues erwartet. Also, dass jetzt Hermann gesagt hat, dass das spricht wirklich Bände dafür, dass wir diese Storyline bald abschließen werden. Das ist einfach nur krass. Einfach ultra krass. Puh. Aber auch traurig einerseits. Also ich fand die ganze Storyline, fand ich um die Soul Rider, fand ich echt klasse. Ich hoffe, dass weiterhin wir natürlich mit den Soul Ridern abhängen werden und andere Questen machen werden. Ich denke mal schon, aber halt nicht mehr so Garnok-technisch, denke ich mal. Ja, jetzt haben wir alle Questen. Da steht Alex, da steht Lisa, da steht Linda, da steht Anne. Ich bin mal gespannt. Wir gehen erstmal zu Lisa, was sie denn für Aufgaben für uns bereithält. Willst du deine Haifähigkeiten trainieren? Ja, das gibt 200 Euro fürs Pferd. Okay, was gibt... Oh, cool. Was müssen wir jetzt hier machen? Okay. Ah, ich muss absteigen. Ich muss zu Fuß unterwegs sein. Okay. Ah, du heilst. Bäm. Das war's? Tatsache. Ach, ich habe die Pflanzen geheilt von dem pandorianischen Effekt. Wir sind ein tolles Team. Komm bald wieder. Okay, das ist natürlich sehr interessant. Und ich würde sagen, wir sind hier... Oh ja, wir leveln bald mit dem nächsten. So, dann gucken wir uns Anne für uns. Ne, wir gehen erst Linda. Es ist Zeit, die Täuschung noch einmal zu vertreiben. Okay. Was müssen wir hier machen? Ich weiß gar nicht, was wir hier machen müssen nochmal. Ah, okay. Okay, wir müssen hier alles drücken. Einfach nur die... Dinger andrücken. Okay, das war ziemlich einfach. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich den Level von Trailblazer. Ja, ist durch. Wir sind auf Level 20. Das ist dann das Bring's mir Licht. Okay. Nee. Hä? Ah, das ist nicht im... Das ist nicht so im Inventar. Ah, nee, ich habe ja schon einen gehabt. Stimmt, ja. Ich Döspaddel, ich habe ja schon gehabt. Der hat sich nur gesteckt. Übrigens, die Kristalle, Leute. Ja, 1000 pro Stück die Kristalle. Und wir haben noch... Nein, es spinnt schon wieder rum. Zwei müssen es eigentlich sein, die wir noch brauchen. Öffnen wir doch noch mal ein paar Portale. Wir haben alle vier Fähigkeiten im Endeffekt. So, wo ist das Ding? Da. Bada bing, bada bum, Portal. Ach, ich muss laufen. Ich dich auch. Yep. Portal geöffnet. Gehen wir durch. Und durch. Sehr schön. So, dann ziehen wir. Jetzt mal steigen wir wieder auf Desert Rose auf. Boah, wir haben schon 22 Uhr 41. Kranke Sache. Bei dir sieht das so aus, als wäre es ganz einfach. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, und 75. Gut, ja. Ja, dann würde ich sagen, war es aber auch für die Folge, oder? Ja. Das Training haben wir durchgemacht. Wir könnten jetzt nochmal bei Alex machen. Das mache ich gleich nochmal offline. Das ist ja das mit den Brandsätzen. Aber es ist krass. Es ist echt krass. Es ist alles... Läuft jetzt darauf hinaus, dass wir wirklich aufs Endgame zusteuern. Das wird... da bin ich echt mal gespannt, was uns da erwartet. Ob es jetzt noch dieses Jahr, Ende dieses Jahres kommen wird, dass wir die Storyline abschließen oder Anfang nächsten Jahres. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch so lange sein wird. Obwohl, warten wir mal. Gucken wir nochmal die News. Ich gehe mal raus, tapp mal raus. Wir gucken mal die Wald auf Jorvik, ob da irgendwas steht. Nee, nächste Woche kommt Idris. Das Ponyrennen wird angepasst. Und der Bazar kommt halt zurück. Da bin ich mal echt mal gespannt. Naja. Gut, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Und wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Spätestens gut.
Die Folge kommt jetzt am Donnerstag, weil ich es so spät aufgenommen habe. Und morgen am Freitag kommt dann die neue Dreamlight-Folge, denn da gibt es ja auch ein Update. Das werde ich jetzt auch gleich nochmal aufnehmen. Das ist ja zum Glück, muss ich da zeitlich nicht so aufpassen wie hier. Gut. Also, ja, mal sehen, was die Zukunft bringt. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.